hab's auch wieder. Morgen, Leute. Sonne scheint, ja. Aber bitterkalt draußen. Und ja, und dann sitze ich in meiner Werkstatt und versuche hier mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und ich möchte euch mal was zeigen. Ich habe hier in einer Holzplatte Nuten gefräst. Ja, nicht weltbewegendes, ne? Ja, Nuten mit einem Frästisch oder so zu fräsen, ist ja kein Problem. Besonders wenn sie parallel zu den Kanten verlaufen, ja. Kann ich mir meinen Anschlag einstellen und fahre dann verdeckt rüber. Aber was ist mit den schrägen Nuten? Mit den schrägen Nuten. Wie will man das am Anschlag machen? Gut, da gibt es ja die Möglichkeit, einfach mit einer Schiene zu arbeiten. Lege es hier an und komme dann mit meinem Fräser, mit dem Frästeller und fahre dann an dieser Sache lang. Das Problem ist, wo genau muss ich aufhören? Und da kann man nach viel Arbeit, wenn man alles schön gemacht hat, mit der letzten oder vorletzten Nut, die man fräst, alles wieder kaputt machen. Ich habe mir dafür was ausgedacht, das aus zwei Teilen besteht. Erstmal natürlich eine Vorrichtung für den Fräser. Das habe ich mir bei Jens von Gipfelholz abgeschaut. Er hat solch eine Vorrichtung gebaut. Da würde ich auch lieber auf Jens Kanal verlinken. Und habe das ein bisschen erweitert für mich. Wir haben eine Schiene. Leg sie mal so rum, wie ich es auch später haben möchte. Das hier, wie ihr sehen könnt, ist von KWB, also diese Vorrichtung, mit der man früher mit Stichsägen gerade Stiche machen können sollte. Ich habe es ausprobiert, hat nicht geklappt. Da war extra so eine Führung hier drin. Da gab es dann solche kleinen Muttern für die Führungsschiene und zwei Stück. Und dann konnte man das festmachen und konnte mit einer Säge, in dem Video sah das immer ganz toll aus, einen wirklich geraden Schnitt durch eine Platte machen. Man brauchte also keine Handkreissäge oder so. Hat nicht geklappt. So, ich möchte, dass ich gegen diese Schiene eine Vorrichtung legen kann, auf der sich meine Katsu befindet. Es soll nach vorne und hinten einstellbar sein, so dass ich mit dem Fräser direkt an die Kante des Lineals oder dieser Schiene gehen kann, so dass sie sich haarscharf berührt. Und dann möchte ich mit Hilfe dieser Schrauben oder Muttern, Führungsschienenmuttern, möchte ich noch Endanschläge bauen. Das heißt, wenn ich mit dem ganzen Teil hier lang fahre, dass ich auch weiß, wo Schluss ist. Das, worauf ich geachtet habe, ist, dass mein Plattenmaterial, das hier Sperrholz, und meine Schiene dieselbe Dicke haben. Das heißt also, wenn ich es hinlege und ich fahre hier rüber, dann darf hier keine Kante sein. Genug gequatscht. Mit einem 4mm Bohrer bohre ich jetzt hier rein, da rein, da rein, da rein, und dann werde ich diesen Schlitz durch mehrere Bohrungen auf der Linie so weit ausarbeiten, dass ich dann, ich hoffe, am Bohrer so hin und her fahren kann, so ein bisschen Fräsen spielen kann, soll man nicht machen, weiß ich, und diesen Schlitz dann ausarbeite, so dass ich von unten eine Schraube durchstecken kann und oben die Platte damit verschraube.
Also professionell ist das nicht. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich da einen Schlitz reinkriege. Vielleicht mache ich den Rest. Oh, hier. Ja. Vielleicht mache ich den Rest noch mit einer Stichsäge. Anders, aber das, was ich will, kann ich damit machen. Ich kann den Fräser mehr an die Kante heranschieben und ich kann ihn weiter wegnehmen. Okay, so, und jetzt muss ich hier in diesem Bereich natürlich noch Platz für den Fräser schaffen. Nehmen wir mal einen langen Stift. So, gucke ich mal, mit was für einem Forstnerbohrer ich das durchkriege, bohre das rein und nehme dann nach vorne die Öffnung weg. Okay. Ja, das muss nicht so genau sein, hat er mir erzählt. Also nicht mir, uns erzählt. Da vorne raus. Das nehme ich jetzt mit der Stichsäge weg. Okay, und dann. Naja. Okay. Gut, dann wären wir eigentlich schon fast fertig, bis auf natürlich das Problem mit den Schrauben. Ja? Das würde ich natürlich gerne fragen. Die Schrauben stehen vor. Das darf nicht sein. Habe ich jetzt, halten wir die Schrauben fest. Und wenn man jetzt hier schaut, die verschwinden. Ja. Bin auf die Schicht runter, auf die zweite Schicht runter, ein bisschen rein in die zweite Schicht. Und das sind ja wieder bloß ein Zentimeter. Ja, also mehr kann ich auch nicht machen. Da kommt dann eher Druck drauf. Die Schrauben sind jetzt noch zu lang für meine Fräse, aber. Ich hatte es keine andere mit so einem schönen Kopf. Ja, die können sich dann hier bewegen. Ja. Und vielleicht möchte ich auch mal mit zwei Händen arbeiten. Ich habe ja zwei Hände frei. Dann will ich hier hinten auch noch einen kleinen Griff machen. Zum Beispiel auch, um zu verhindern, dass man eventuell, wenn es hier drauf ist, ja, hier hinten in diesem Bereich, der ist ungeschützt, mit der Hand reinrutscht. Also möchte ich hier noch ein bisschen was davor machen. Um, wenn man mal zufällig abrutscht, hier nicht reinzurutschen. So, sieht das jetzt aus mit einem Sechserloch. Durch das Sechserloch nehme ich jetzt die Schraube von der Schiene. Warum? Jawohl. So. Mach unten wieder den Nutstein dran. Ja, mit meiner Schiene. Okay, ich habe mir so ein kleines Klötzchen gesägt. Mit diesem Klötzchen
baue ich jetzt den Anschlag. Okay. Mit dem Dorn markiere ich mir jetzt ziemlich nah nach hinten kleine Löcher, da sie in meine Schrauben fassen. Ich bohre also nicht vor. Ja, ich kann nicht so lange nehmen. Das Material ist bloß 1 cm stark. Und schraube jetzt fest in das Multiplex oder nee, in das Sperrholz. Diese Schraube, ich merke schon, die wird sitzen. Die bohrt sich ja hier durch wenigstens 4 Schichten durch. So, und an dieser Schiene habe ich jetzt hier Stopper angebaut. Das heißt also, ich kann hier... Ist so kalt? Ach nee. Ist noch Dings drin. Heute geht's nicht. Nicht locker genug. Ich kann hier... einen Stopp an jede beliebige Stelle setzen, dann wieder festdrehen, der bewegt sich nicht. Und dann fahre ich also zwischen den Stopps mit meinem Fräser lang. Und er hört wirklich da auf, wo ich aufhören möchte. Ich muss nicht aufpassen, ich muss nicht hingucken. Ich widme mich einfach nur dem Fräsen und habe dann solch eine Not. Schauen wir mal hier. Ja. Solch eine Not und fahre wirklich bis dahin, wo ich will. Und keinen Tocken weiter. Hier ist was ausgerissen vom Holz. Das ist was anderes. Ja, das habe ich vorher angezeichnet. Und wie gesagt, das ist meine erste, die ich gemacht habe. Ich habe nirgendwo probiert, nichts probiert. Das ist die erste, die ich gemacht habe. Hat auf Anhieb in Hirn. So, ich habe jetzt folgendes vor, ich will hier eine Nut fräsen. Dann nehme ich meinen schmalen Fräser, von da bis da. Ich will hier eine dicke Nut fräsen, da wechsle ich also einen Fräser, von da bis da. Das soll genau an der Kante lang gefräst werden. Und am Ende möchte ich diese schräge Nut mitten durchs Material fräsen. Und die soll auch an der Stelle, an den beiden Stellen, enden. Ja, und wenn das klappt, dann wäre das vielleicht eine Alternative für viele Leute, die da immer noch rechnen müssen, ja, die Fräserdicke und den Abstand zur Schiene und so weiter. Und dann verrechnen sie sich um 1 mm. Rechnen ist ja auch nicht unbedingt jeden sein Fall. Also stellen wir uns vor, das wäre hier ein Schneidebrett. Ja, und ich will hier draußen eine Saftrille reinmachen. Dann wäre das mit dieser Vorrichtung kein Problem. Ich würde nicht an den Ecken rüberschneiden. 3 Fräser würde ich nehmen. Das hat auch was mit der Verstellung zu tun. Hier so einen schmalen. Ich habe nicht drauf geguckt, aber es müsste ein 12er oder sowas sein. 12? Ja, kommt hin. Oh, 10er ungefähr. Größer bis hin zu diesem dicken Monster. Wie heißt dickes Monster, ja. Also ganz normaler Nutenfräser. Baue ich erstmal den ersten meiner Katsu ein. Okay. Drin. So. Stecke das jetzt in meine Station. Oder wie auch immer, das heißt Station oder wie auch immer. Fahre bis auf den Tisch runter. Ja. Mach zu. Okay. Und jetzt sieht man das hier. Ich habe schon locker gedreht. Jetzt nehme ich mir irgendeine gerade Leiste. Muss das nicht an meiner Schiene machen. Hier ein Stück gerades Teil. Schiebe das jetzt so nah ran. Aber das muss auch nicht gerade sein. Also hier, es kann so ruhig so schief sein. Das, warte mal. 6 nochmal. Ist ja wurscht. Hauptsache der Fräser hat immer denselben Abstand zur Kante. Mache ich nochmal ein bisschen lockerer. Gut. Also, schiebe so nah ran. Drehe dabei dann mal ein bisschen den Fräser. Dass der Fräser, wenn ich ihn andersrum drehe, das Material
nicht mehr berührt. Das habe, drehe ich meine Vorrichtung fest. Ja, ihr seht, es ist nicht gerade drin. Das spielt doch keine Rolle. Ein bisschen normal fest. Okay. Jetzt noch ein bisschen stärker. Ja. So, das wäre jetzt die Höhe eingestellt für auf Material rumkratzen. Alles klar. Jetzt nehme ich mein Brettchen. Kommt die zweite Sache, die ich mache. Also der Fräser ist jetzt fest. Wenn ich nur mit diesem Nutfräser arbeite, dann wäre das jetzt die einzige Arbeit, die ich machen muss. Ich muss nie wieder irgendwas rumstellen dran. So, oben ist noch fest und jetzt kommt einfach nur die Halterung. Die Schiene wird jetzt festgemacht, damit sie nicht verrutscht. Auf einer großen Platte ist es natürlich nicht möglich, da müsste ich mir was anderes einfallen lassen. Wahrscheinlich Schrauben oder so fixieren, mit Schrauben fixieren. Ja, das ist okay. Ja, Schiene ist jetzt auf Linie angelegt. Eigentlich könnte ich schon losfräsen, aber ich muss noch wissen, wo ich aufhören muss. Also fahre ich mit meiner Vorrichtung an die Schiene ran, kann jetzt hier hinten, das seht ihr jetzt nicht, und kriege ich euch auch nicht hin, durchschauen, wo der Fräser endet, und schauen wir jetzt auf der linken Seite an, wo er aufhören muss. Dazu drehe ich ihn auch wieder ein bisschen, um zu sehen, wie weit der kratzt. Bis dahin soll er kommen. Okay, dann meinen Halter an, mache ihn fest. Also ich fahre hier rüber. Hier ist meine Haltelinie an der Stelle. Bis dahin fahre ich ran. Na, wo ist er? Da ist er. Jawohl. Schau nochmal nach, ob ich die Haltelinie überschreite oder nicht. Nein. Okay. Schiebe jetzt mein Stopper ran. Ich nehme meinen Stopper an das System. Drehe den fest. Und jetzt hat also mein Fräser, meine Fräse, eine klare, gerade Kante, einen Start und einen Stopppunkt. Ja, jetzt schätze ich meinen Fräser ein bisschen tiefer und versuche erstmal ein bisschen einzutauchen, eine Stelle zu finden. Okay, alles angeschaltet. Ja, hier müsste man es eventuell abstützen, aber ich fahre hier auf den Tisch lang, geht also auch. So, ich beginne irgendwo an der Schiene, schiebe noch richtig ran. Okay, schalte den Fräser ein. Und so, fahre jetzt ein bisschen tiefer, ich will ja nicht so eine ganz flache Nut machen. Was machen wir ungefähr mal? Ich mache mal nach Augenmaß einfach, ja. So, knapp einen Zentimeter. Zentimeter, okay. So, kann ja wieder in dieselbe Lücke reinstoßen, die ich gerade gefräst habe. Habe ich gefräst. Anschlag. So, schauen wir hin. Also, die Nut ist da, da oben war der Strich, hier unten ist der andere Strich. Genau zwischen den beiden Punkten, ja, genau zwischen den beiden Punkten habe ich jetzt an dieser Kante Nut gemacht. Dasselbe mache ich jetzt auch mit den anderen. Da quatsche ich nicht mehr bei.
dahin laufen bloß Fräser. Die Linie soll nicht überschreiten. Und die Stopper halten die Fundplatte fest. Habe ich irgendwo meine Schiene verletzt? Nicht besonders. Nee, eigentlich nicht. Ah, hier habe ich angekommen vorhin beim Reinfahren. Das ist natürlich eine andere Sache, das muss man üben. Aber schaut doch wirklich mal hin. Kann man das durchgehen lassen? Da war eine Linie, gerade so erwischt. Hier ist eine Linie. Da. Und da. Für mich war das interessant, auch wenn ich jetzt kein Projekt habe, obwohl ich habe schon ein Projekt. Wenn man sich mal damit beschäftigt, dann kommen natürlich sofort die Ideen. Ja? Mein Projekt wird sein, dass ich meine Arbeitsplatte noch C-Schienen einsetze. Ich habe gerade festgestellt bei diesem Projekt, dass ich auf dem Tisch nicht richtig viel spannen kann. Vielleicht hätte ich es auf meiner kleinen Werkbank machen sollen, das wäre besser gewesen. Aber auf den Tisch möchte ich auch mal was festspannen. Und da werde ich in den Tisch mit dieser Vorrichtung diese C-Schienen einsetzen. Oder Tenut-Schienen, ja, so wie er sagt dazu. Okay. Das war's. Ich hoffe, tschüss. An alle. Mach's gut.